Hallo und herzlich willkommen in Year of the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Was macht eigentlich Vincent Keimer, unser 17-jähriger Nachwuchsstar aus Deutschland? Ich sag schon unser. Klar, wir wünschen natürlich immer, dass er erfolgreich ist als Schachspieler und gab schon länger nichts mehr über Vincent. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, in den letzten Wochen kam immer wieder die Frage, warum spielt Vincent die Rapid-WM nicht mit oder warum ist er hier nicht dabei, warum ist er da nicht dabei, was macht er? Er bereitet sich auf das Abitur vor. Und zwar jetzt im Januar kommen die schriftlichen Prüfungen. Und dann im März die mündlichen. Das sind meine Infos. Nichtsdestotrotz, er lässt es sich nicht nehmen. Und hin und wieder zockt er. Wo? Auf Lichess natürlich. Seiner Plattform auch. Dort zockt er ziemlich viel Blitz in letzter Zeit. Wir schauen mal kurz auf sein Profil. Wer ihm noch nicht folgt, kann hier diesem Profil folgen, Vincent Keimer 2004, das ist sein Profil, sein Nickname. Und er hat hier zum Beispiel 76 Blitzpartien gespielt am 4. Januar. Ganz schönes Stalken hier, was ich mache, ne? Und am 3. hat er auch sehr viel gespielt und ist knapp an der 3000 dran im Blitzen. Ist die Nummer 7 auf der in der Rangliste auf Leeches. Ich erwähne das auch, weil ich das irgendwo gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, in irgendeinem Tweet. Und das ist das Stichwort. Vincent hat jetzt einen offiziellen Twitter-Account. Das ist eigentlich eine der zwei News. Er ist in den Social-Media-Kanälen jetzt ein bisschen aktiver. Finde ich gut. Ein Kanal ist natürlich der Twitter-Kanal. Ihr seht es, das ist jetzt ein offizieller Account. Es gab vorher einen Fan-Account, meine ich, der auch den gleichen Namen benutzt hat irgendwie. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das ist jetzt der offizielle Account auf jeden Fall von Vincent. Und folgt ihm doch auf Twitter. Von allen, alle von euch, die auf Twitter aktiv sind, unterwegs sind, folgt diesem Kanal. Würde mich freuen. Im Moment 238 Follower. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht nach diesem Video mal eben auf 1000 pushen, oder? Macht mit. Bis jetzt hat er noch nicht so wahnsinnig viel gepostet, aber er wünscht uns allen ein frohes 2022. Dir auch, Vincent. Dann Instagram. Er hat jetzt auch einen offiziellen Instagram-Account. Auch da, alle von euch, gerade die jüngeren natürlich Zuschauer, die jüngeren Zuschauer unter euch, die auf Instagram sehr viel unterwegs sind, gerne diesem Kanal folgen. Vincent Keimer 2004, das ist der offizielle Account. Ne? Es gibt immer wieder Spaßvögel, die meinen, unter seinem Namen irgendwie kommentieren zu müssen. Ich habe das zum Beispiel aktuell auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es jemanden, der hat sich Vincent Keimer genannt und kommentiert dann hin und wieder mal unter den Videos. Es ist offensichtlich, dass es nicht Vincent ist. Und gut, solange das harmlos ist, was da kommentiert wird, lasse ich es geschehen. Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die unter dem falschen Namen Kommentare hinterlassen. So, das sind eigentlich so die Hauptnews. Folgt seinem Twitter-Kanal, seinem Instagram-Kanal. Und jetzt, wann werden wir Vincent wieder spielen sehen? Ich habe es immer wieder erwähnt in den Streams, in den Videos, aber es gibt immer wieder Leute, die Nachfragen das noch nicht mitbekommen haben, deswegen wiederhole ich das sehr, sehr gerne. Ich hatte das schon in meinem Video zum Was erwartet uns im Jahr 2022, hatte ich das schon erwähnt. Im Februar wird er wieder am Start sein und zwar beim FIDE Grand Prix in Berlin. Ich vermute mal, er wird dort am Start sein. Der FIDE Grand Prix, gehen wir mal rein, besteht aus drei Turnieren, die finden statt im Februar, März, April. Zweimal Berlin, Februar, dann Belgrad, dann wieder Berlin. Und ich gehe stark davon aus, dass er in Berlin spielen wird. Wäre sonst ein bisschen komisch. Und FIDE Grand Prix ist ein super wichtiges Turnier, weil die besten zwei Spieler des Grand Prix sich für das Kandidatenturnier qualifizieren. Das Kandidatenturnier findet statt im Juni oder Juli in Madrid. Hatte ich gesagt, ich habe schon vergessen, Juni, Juli, ich bin vergessen, ich bin auch alt. Juni, Juli in Madrid, die zwei Besten des Grand Prix qualifizieren sich für das Kandidatenturnier. Und Vincent ist einer von 24 Spielern, die beim Grand Prix teilnehmen. Das wird natürlich, das ist natürlich eine riesen Herausforderung für ihn. Wer nimmt überhaupt teil? Schauen wir mal kurz auf die Liste. Hier, ich habe hier einen Beitrag des Deutschen Schachbunds, da sind die Turniere mit Daten. Und dann, das sind die Spieler, die teilnehmen. Diese 22 Spieler hier, ihr seht es, versammelte Weltelite. Plus Hikaru Nakamura fehlt hier auf der Liste. Und Daniel Dubov.
Die haben eine Wildcard bekommen. Für das Kandidatenturnier sind schon qualifiziert. Ihr seht es hier. Jan Nepomniachtchi, Temo Radjabov, Jan-Krzysztof Duda, Sergej Kajakin, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana. 6 Weltklasse-Spieler. Und der Rest aus der Weltspitze ist auch dabei bei diesem FIDE Grand Prix. Und 2 qualifizieren sich. So. Wie läuft der FIDE Grand Prix ab? Dazu müssen wir vielleicht noch kurz was sagen. Das ist nämlich ein bisschen speziell. Alle Teilnehmer nehmen an 2 der 3 Turniere teil. Und die jeweiligen, in den jeweiligen Turnieren sind 16 Spieler dabei von den 24. Es werden in 4 Vierergruppen, es werden 4 Vierergruppen gebildet. Und innerhalb dieser Gruppen spielt jeder gegen jeden doppelrundig, das heißt 6 Partien. Und die Gruppenersten spielen dann im K.O.-System weiter und dann wird der Sieger ermittelt des jeweiligen Grand Prix. Die Punkte werden dann so aufgeteilt, wie hier im Wikipedia-Beitrag aufgelistet. Ich will das jetzt gar nicht alles einzeln aufzählen. Ich bin mir sicher, ihr findet den Wikipedia-Beitrag selbst und könnt das selbst durchlesen. Nur lesen, ne? Ihr seid ja der Kulturtechnik des Lesens wahrscheinlich mächtig. So, also im Februar werden wir Vincent wieder an den Brettern sehen. In Berlin. Ich hoffe, das Turnier findet normal statt. Ne? Es sind ja nur 16 Spieler. Ich weiß nicht, ob Zuschauer zugelassen sein werden, aber online wird das Ganze natürlich übertragen und ich werde natürlich berichten und ich freue mich schon riesig drauf und bin sehr gespannt, wie er dort gegen die Weltklasse abschneiden wird. Das zu Vincent. Folgt seinem Kanal auf Twitter, folgt seinem Account auf Instagram, würde mich freuen und sag dann bis bald, macht's gut und wünsche euch auch allen nochmal hier ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2022 und Vincent natürlich auch.